Also meine Damen und Herren, es ist wieder 17 Uhr und es geht weiter mit Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild aus dem New England Journal ist dieses. Es geht um einen 70-jährigen Mann, der geht zu einer Augenklinik, weil er stört ihn, dass seine Sklerae blau werden. Und wir erfahren, dass er irgendeine entzündliche Arthritis hat und dafür kriegt er Minocyclin. Das ist ein Tetracyclin, das eine immunmodulatorische Wirkung haben soll. Und im Angebot sind Osteogenesis imperfecta, Minocyclin-induzierte Hyperpigmentierung, Ehlers-Danlos-Syndrom, primäre akquirierte Melanose oder Melanom. Und Osteogenesis imperfecta ist tatsächlich gekennzeichnet mit blauen Skleren, aber das sieht man bei der Geburt. Das kriegt man nicht mit 70. Und wir wissen ja, dass Tetrazykline können Verfärbungen verursachen an Knochen und Zähnen und so weiter. Wahrscheinlich Abbauprodukte von Tetrazykline kombiniert mit Eisen oder irgendwas ähnliches. Und diese anderen Sachen sehen halt anders aus. Und das ist auch die richtige Antwort. Und es soll sein, dass Minocyclin Metabolite verursachen kann, die mit unlöslichen Komplexen, mit Melanin oder Eisen in Zusammenhang stehen. Und eigentlich, ich würde es eher an den anderswo erwarten. Zähne, naja, mit 70 vielleicht hat er keine Zähne mehr. Aber dieser Patient hat blaue Sklere gekriegt. Und wir können uns diese anderen Sachen angucken. Osteogenesis imperfecta oder die Glasknochenkrankheit wird verursacht durch eine ganze Reihe von Mutationen an Kollagen. Und das sieht dann halt so aus. Das kriegt man nicht mit 70. Und hier ist Minocyclin und steht auch im Beipackzettel schwärzliche Verfärbung von Nägeln, Zähnen, Schädigung des Zahnschmelzes und so weiter. Aber anscheinend, wie wir hier gelernt haben, können die Sklerae auch befallen sein. Dieses Ehlers-Danlos-Syndrom, unterschiedliche Mutationen, die hierfür verantwortlich sein können und kann ganz dramatisch sein, aber keine Verfärbung an den Sklerae. Und primäre akquirierte Melanosis, hatte ich davon auch keine Ahnung, so habe ich einen kleinen Fallbericht gefunden und auch Bilder im Internet und unterschiedliche Patienten und es wird hier geredet von Urstunden und ich konnte mir nicht vorstellen, was die damit meinen und sie meinen eigentlich, wo das Sklere hier pigmentiert ist und wenn es rund um die Uhr ist, dann ist das 12 Stunden verfärbt und das ist anscheinend eine prämelanotische Läsion, keine Ahnung, aber und dies ist hier ein konjunktivales Melanom und das sieht dann ganz anders aus als unser Patient von heute. Erste Thema im New England Journal geht es um Zika-Virus und wir haben jetzt mehrere Berichte gesehen, dass Zika-Viren übertragen werden können oder wenigstens, dass die Viren können sich verbergen in Sperma. Und das hat diese Forscher beschäftigt. So, es geht hier um 185 Männer, die bereit waren, Proben zur Verfügung zu stellen. Alle sind eine Zika-Infektion durchlaufen. Und der Sinn der Sache hier ist feststellen, ob solche Männer vielleicht Frauen oder schwangere Frauen gefährden könnten, Zika-Virus-Syndrom zu entwickeln und dadurch die Geburtsschädigungen, die wir ja schon mehrfach gesehen haben. Und diese Männer hatten alle Ausschlag, Fieber, Gelenkschmerzen, Konjunktivitis. Vermutlich sind die gebissen worden von übertragenen Moskitos. Aber sie haben sich in einer gewissen Zeit erholt. Und man hat von denen Proben entnommen und nur in 3 Proben konnte man tatsächlich die Viren durch Kultur gewinnen oder lebendige Viren mit Kulturmethoden gewinnen. Aber mit RT-PCR, wie wir hier sehen, war eine ganze Reihe von Proben, dieses hier Zika-RNA-Belastung bei diesen Männern und das fällt dann ab über die Zeit,
aber bei manchen nach einem Jahr sehen wir immer noch Zika-Virus-RNA. Ob das jetzt infektiös ist, kann man nicht entnehmen, aber die Möglichkeit besteht und darum geht es. Und hier ist dieses ganze tabellarisch dargetragen, wie viele positive Ergebnisse im Samen vorhanden waren im Vergleich zu positive Ergebnisse im Urin sind hier aufgetragen. Und das schleppt sich raus über beinahe ein ganzes Jahr, wie diese Grafik hier zeigt, Proports von positiven Proben Tage nach Beginn der Symptome. Und man könnte so folgern, dass, naja, nach beinahe einem Jahr bei manchen dieser Männer ist Zika-Virus-RNA immer noch in den Samen zu finden. Und das ist auch unterschiedlich bei Männern mit unterschiedlichem Alter und ob sie Symptome haben, Gelenkschmerzen, ja oder nein, und wie viele Male sie ejakuliert haben und lauter Details können sie dann in dieser Arbeit entnehmen. Und dann war auch ein kleiner Bericht, man kann sich fragen, okay, was soll das Ganze, was ist denn das Risiko, dass diese Männer infektiös sind, aber hier ist ein Beispiel, das ist einfach ein Fallbeispiel, 25-jährige schwangere Frau mit ihrem 34-jährigen Mann, die hier diese französische Insel in der Karibik besucht haben, und der Mann entwickelt Symptome von Zika-Virus, das ist auch bestätigt worden, und die haben unterschiedliche Mengen an Geschlechtsverkehr gehabt an dem Weg zurück nach Frankreich, und tatsächlich wurde die Frau vermutlich durch den Mann, anstatt gestochen werden von irgendwelchen Moskitos, wurde infiziert, und das wird hier dann auch alles mit Nachweis mit PCR bewiesen. Aber lange Geschichte, kurzer Sinn, Gott sei Dank hatte das geborene Kind dann keinen Nachweis von kongenitalen Schädigungen durch Zika-Virus. Also die nächste Arbeit im New England Journal geht es um ventrikuläre Ersatzpumpen, die man Patienten mit Herzinsuffizienz im Endstadium einbauen kann. Und ich meine, hier hat die Technik sich ja dramatisch verbessert und viele Patienten bekommen jetzt diese sogenannten Assist-Devices oder Unterstützungssysteme als Endlösung, weil sie nicht für Herztransplantationen in Frage kommen oder weil kein Organ zur Verfügung steht. Und unterschiedliche Techniken werden hier angewendet, und diese beiden Pumpen, die ich hier zeige, eines ist eine Archimedes-Schraube, axialer Fluss, das ist abgebildet in Abbildung A, und eine zweite Pumpe hat, das ist eine Zentrifugalpumpe, dies waren die besten Bilder von diesen Sachen, die ich finden konnte, die werden beide von der Firma Abbott hergestellt, und in dieser Studie ist Pumpe A mit Pumpe B verglichen worden, und das Risiko hier ist, dass Gerinnsel sich bilden und dass die Patienten einen Schlaganfall kriegen oder dass die Pumpe versagt und natürlich Infektionsrisiken und Embolierisiken anderswo gibt es natürlich auch. Viele Patienten, 190 in der Zentrifugalpumpe-Gruppe und 176 in der axialen Flusspumpengruppe, und das sind Patienten überwiegend über 60 Jahre alt. Hier ging es überwiegend um weiße Patienten und Quadratmeter Oberfläche, und die meisten haben ischämische Herzerkrankung und Vorflimmern ist auch häufig, und diese sämtlichen Störvariablen waren in beiden Gruppen gleich. Eingeschränkte Nierenfunktion mit Kreatinin von 1,4 etc. Also die sind dann randomisiert worden zu einer Axialpumpe oder Zentrifugalpumpe. Und diese erste Tabelle hat mich beschäftigt. Der primäre Endpunkt, gehe ich nochmal zurück, der primäre Endpunkt hier ist es, 2 Jahre überleben ohne einen verheerenden Schlaganfall zu haben. Ein Schlaganfall mit einem Rankin
Skala-Wert über 3, das wäre dann ziemlich starke Einschränkung. Also es geht hier um Überleben nach 2 Jahren, ohne einen gravierenden Schlaganfall gehabt zu haben. Dann auch, was ausgewertet worden ist, ist, ob die Pumpe ersetzt werden muss, weil sie nicht richtig funktionierte etc. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich Unterschied in dem primären Endpunkt. Und der primäre Endpunkt traf weniger häufig auf in der Zentrifugalpumpengruppe im Vergleich zu der axialen Flusspumpengruppe. Details werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber was mich stark beeindruckt hat, ist underwent reoperation to replace or remove pump. Ob dieses Ding ersetzt werden muss. Und wenn ich mir das richtig angucke und wenn ich es richtig interpretiert habe, musste das 3-mal gemacht werden in der zentrifugalen Flussgruppe und 30-mal in der axialen Flussgruppe. Das wäre ein 10-facher Unterschied, hochstatistisch signifikant. Und das würde ich denken, muss Pumpenversagen, muss wohl eine ziemlich große Beeinträchtigung sein bei solchen Patienten. Aber hier ist der primäre Endpunkt, Event-Free Survival, und das ist besser in der Zentrifugalpumpengruppe im Vergleich zu der Axialpumpenflussgruppe. Also weder eine Gruppe noch die anderen hat einen palpablen Puls. Dies ist ein kontinuierlicher Fluss. Und was wir eigentlich, was eindrucksvoll ist, ist, dass nach 24 Monaten sind die meisten Patienten immer noch da. Und in der blauen Gruppe 80% haben dieses Ereignis bis dann nicht gehabt. Und das ist schon ein enormer technischer Fortschritt. Und wenn wir gucken, irgendein Schlaganfall, ist da auch ein Unterschied, aber wieder mal, die Zentrifugalpumpengruppe fährt besser als die Axialpumpengruppe. Und diese Pumpen, die wirken unterstützend. Ja, wenn die wirken unterstützend, aber die nehmen schon einen großen Anteil der Pumpkraft hier in Anspruch. Wenn die ausfallen oder ersetzt werden müssen, sterben die Patienten nicht sofort. Die haben noch einen Ventrikel. Aber dieser Ventrikel ist nicht pumpfähig genug alleine, um die Patienten am Leben zu halten. Und also HeartMate 3 schlägt HeartMate 2, würde ich denken, das ist ziemlich eindeutig, auch ein Kommentar darüber. Lower rate of non-disabling stroke, 3 versus 14, Gesamtüberleben war nicht unterschiedlich, aber auch war ich beeindruckt, wie häufig die Axialpumpe ersetzt werden muss im Vergleich zu der Zentrifugalpumpe. Also ziemlich interessant. Jetzt das nächste Thema ist nicht Hodgkins B-Zell-Lymphom. Und als ich Assistent war, und das ist schon lange her, ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre Doktor, wurde das CHOP-Schema eingeführt. Das bestand aus Cyclophosphamid, Hydroxydonomycin oder Hydroxydonorubicin, Vincristin, das hat einen Werbungsname Oncovin, und Prednison. Warum die Hämatologen diese Werbungsnamen mit den generischen Namen immer zusammenstellen, weiß ich nicht, aber das wird genannt CHOP-Schema. Und 50 Jahre später sind wir immer noch beim CHOP-Schema. Das Einzige, was hinzugekommen ist, ist Rituximab, was natürlich an B-Zellen bindet und einen positiven Eindruck hier hat. Und also es geht um R-CHOP. Und wir würden gerne R-CHOP verlassen. Und um das machen zu können, haben Forscher viele große B-Zell-Lymphome hier mit Exom-Sequenzierung und Transkriptom-Sequenzierung, das heißt, welche RNAs werden hier produziert, alle durchsequenziert. Und die Hoffnung ist es, genetische Muster zu finden, die für eine, kann diesen Ausdruck nicht leiden, aber eine persönliche Therapie für jeden Patienten vielleicht angewendet werden könnte. Und dies ist die erste Abtastung in dieser Richtung. Und was Sie hier sehen können, ist da viele Mutationen finden statt, eine ganze Palette von Genen.
Und die Forscher hier haben diese Mutation in Muster unterteilt, in vier unterschiedlichen Mustern, die abgekürzt sind, bezogen auf der Tatsache, ob MD88 kombiniert war mit Mutationen an CD79B oder ob BCL6-Fusionen mit Notch-Mutationen zusammenkamen oder ob Notch-1-Mutation da war oder EZHC2 und BCL2. BCL2 ist besonders wichtig, aus Gründen, die wir noch später diskutieren werden. Also diese vier Muster sind identifiziert worden. Und wie die verteilt sind und in welchen Untergruppen von diesen Lymphomen, können wir hier im Detail sehen. Aber es geht um diese vier unterschiedlichen Gruppen und wie die B-Zellen sich differenzieren ließen und onkogene Signale und Proliferation und Mikrodomänen in diesen unterschiedlichen Gruppen wurden dann auch untersucht. Und was wir hier sehen, ist die Überlebensrate von diesen Patienten mit diesen großen B-Zell-Lymphomen waren unterschiedlich bezüglich, was für ein Muster sie hatten. Jetzt, was ich nicht so, ich meine, ich habe von dem Thema keine Ahnung, aber es geht hier um 10 Jahre. Und was wir mittlerweile auch wissen, ist, dass diese Tumoren bleiben ja nicht gleich. Und die werden ja auch gleichzeitig behandelt mit CHOP und Rituximab. Und das führt dann zu weiteren Mutationen. Und ob die Muster so geblieben sind über die 10 Jahre, man müsste dann eigentlich sequenziell diese Patienten wieder nochmal bioptieren. Vielleicht kann man das auch vom fließenden Blut rausholen, sogenannte Liquid Biopsies, weiß ich nicht. Aber in diese Richtung wird es gehen. Und die Forscher schlagen dann auch vor, die Abläufe in großen B-Zell-Lymphomen, die großzelligen B-Zell-Lymphomen sind mittlerweile ziemlich bekannt. Und manche dieser Sachen haben wir schon diskutiert, diese Cyclin-Kinase und die Bruton-Kinase. Man hat spezifische Hämmer gegen diese. PIK3-Kinase ist bekannt und unterschiedlichen Abläufen, die wir mittlerweile kennen und NF-kappa-B, Signaltransduktionswege und so weiter. Also die Hoffnung hier ist, dass man eine mehr spezifische Therapie bezogen auf diese genetischen Veränderungen den Patienten anbieten kann, anstatt diese übliche Schrotgewehrtherapie mit R-CHOP. Und das wird dann hier diskutiert. Das ist ein Anfang von, ja, wir können es Präzisionsmedizin nennen, nämlich wir haben ja schon Hämmer gegen die Bruton-Kinase und gegen BCL2 und unterschiedliche Sachen, die dann kommen werden, um diesen Patienten hoffentlich eine bessere Zukunft anzubieten. Nächstes Thema ist metastasierter Prostatakarzinom. Und diese armen Patienten hatten das alle. Und die kriegen dann natürlich eine chemische Kastration, wird das genannt. Bisschen unfeiner Ausdruck, finde ich, aber immerhin. Und mittlerweile zusätzlich dazu haben wir Apalutamid. Und das ist ein kompetitiver Inhibitor von dem Androgenrezeptor. Aber es ist nicht nur ein Inhibitor, es führt auch zu einer reduzierten Expression von dem Rezeptor auf der Zelloberfläche von unterschiedlichen Zellen. Und der primäre Endpunkt hier ist metastasenfreies Überleben. Und ob man die Entwicklung von weiteren Metastasen unterdrücken kann. Und wir wissen ja, dass nur 3% von Männern mit Prostatakarzinom, kriegen wir irgendwann alle, daran sterben. Aber die Leute, die Metastasen haben, die haben eine schlechte Prognose. Das ist klar. Und also hier sind die Patienten, previous prostate cancer treatment, ja, Prostatektomie und Bestrahlung und Gonadotropin, Freisetzungshormonanaloga und antiandrogene 5-Aromatase-Hämmer und diese unterschiedlichen Sachen sind gelistet, haben diese Patienten alle gekriegt. Und was wir hier sehen, ist metastasenfreies Intervall. Und es geht hier, ich meine, schließlich um 40 Monate. Das ist eine ganze Menge Zeit für diese Patienten.
Und was wir hier sehen, ist, dieser Testosteronrezeptor-Inhibitor hat schon eine positive Auswirkung auf metastasenfreies Intervall. Und in diesen unterschiedlichen, in allen Untergruppen war das zu sehen, dass Apalutamid besser war als Placebo. Das sehen wir schon, Zeit zu Metastasen, progressionsfreies Intervall, Gesamtüberleben, bisschen knapp, aber geht schon in die richtige Richtung, so dass dies aussieht wie ein Vorteil. Und PSA wird natürlich gemessen bei diesen Patienten und weiterer Anstieg im PSA, das heißt weitere Progression von PSA in der Placebo-Gruppe passierte beinahe in allen. Und in der Apalutamid-Gruppe war das begrenzt und Gesamtüberleben knapp vorbei, aber immerhin. Und dies scheint eine sinnvolle Behandlung, bietet diesen armen Patienten vielleicht ein bisschen mehr, als was er sonst haben würde. Und die Nebenwirkungen, Müdigkeit, Ausschlag, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dies ist anscheinend knochenunfreundlich, nämlich das Auftreten von Frakturen war gehäuft und das ist nicht erfreulich, aber sonst schien das ein Vorteil zu bieten für diese Patienten mit metastasierten Prostatakarzinom. Übersicht im New England Journal hat mich sehr beschäftigt, weil in 1950 war ich 8 Jahre alt und in 1960 war ich 18 Jahre alt. Ja, logisch. Und eines, was sich radikal verändert hat in dieser Zeit, sind die Epidemien von Polio. Ich kann mich noch erinnern, in 1950 im Sommer in den USA, die Schulen wurden frühzeitig geschlossen und die Schwimmbäder wurden geschlossen, weil Kinder Polio entwickelten. Und unter meinen Klassenmitstreiter waren 2 Jungs sind gestorben. Ein anderer, mit dem ich noch Kontakt habe, brauchte eine Metallschiene, so dass er sein Bein weiter gehen konnte. Und dieses ist ein Enterovirus, das dann in der Blutbahn neurotropisch im Knochenmark im Rückenmark landet und anterior Hornzellen zerstört. Also diese Leute haben nur motorische Symptomatik. Es geht meistens von unten nach oben, aber die haben keine sensorische Veränderung wie Guillain-Barré-Patienten. Und wenn sie Bulbar-Polio hatten, wenn der Hirnstamm involviert ist, dann hören sie halt auf zu atmen. Und dies ist die Ferdinand-Sauerbruch-Methode, um diese Leute zu atmen. Diese Geräten nennt man eine eiserne Lunge. Und hier haben sie eine Riesenlunge, wo dann schon gleich 3 Kinder drin sind. Dann ist da ein großer Blasebalch, der macht dann einen Unterdruck, sodass die Lunge sich expandiert, solange dass diese Dinger dicht sind. Und man kann sich vorstellen, dass wenn die Schwester hier kommt, um die Bettpfanne auszuwechseln, dann kollabiert das ganze Ding, da wird nicht geatmet. Und diese Patienten entwickeln natürlich chronische respiratorische Azidose, weil sie eine reduzierte alveoläre Ventilation haben. Und wie wir jetzt wissen, generieren dann durch die Niere einen erhöhten Bicarbonatspiegel. Und zu den Zeiten konnte man tatsächlich Gesamt-CO2 in Blutproben messen. Und hier hat man festgestellt, dass Gesamt-CO2 erheblich erhöht ist. Und das wurde damals von den Ärzten interpretiert, als würde die Basekapazität, Puffer, Basenpuffer im Blut erhöht sein, als hätten sie metabolische Alkalose. Da haben sie da irgendeinen Umfug gemacht und die Leute sind noch schneller gestorben. Na, das Erste, was passiert ist, ist ein pH-Meter ist entwickelt worden, sodass man nicht mehr mit Lackmuspapier und solche Sachen pH messen musste. Und dann hat man herausgefunden, dass sie Azidose hatten anstatt Alkalose. PCO2 konnte damals nicht gemessen werden. Aber was Forscher gemacht haben, ist, die haben dann diese Blutproben rücktitriert zu einem pH von 7,4. Und das haben sie unter Bedingung gemacht, dass der PCO2 40 war. Bei uns ist der PCO2 40, ist der pH 7,4. Und wenn man von uns eine Blutprobe nimmt,
muss man das nicht rücktitrieren, weil wir sind, wo wir sein sollten. Also wir haben einen sogenannten Basenüberschuss, Base Excess, von 0 plus minus 2. Und diese Patienten hatten natürlich viel Bicarbonat generiert und hatten einen großen Base Excess oder Basenüberschuss. Und das ist die Methode, die damals angewendet wurde, um die Pufferkapazität vom Blut einschätzen zu können. Dann hat man dann das angeprangert, weil Hämoglobin hat ja auch eine Pufferkapazität. Und wie ist es denn mit dem in der extrazellulären Flüssigkeit? So hat man das Ganze nochmal standardisiert, als hätten die Leute ein HB von 3 anstatt 15 oder auch 5 ist angewendet worden. Und das nannte man dann den standardisierten Basenüberschuss oder Standard Base Excess. Und die Blutgasmaschine druckt das immer noch aus und manche Leute sind halt in diesem Wert, der von 1950 stammt, 52 stammt, sehr verbunden. Und in diesem Review, die Definition können Sie dann selber nachschlagen, ich will Sie auch nicht belästigen mit diesen Sachen, aber es geht darum, um diesen standardisierten Basenüberschuss, Standard Base Excess anzuwenden, anstatt die mehr physiologische Methode, die Ralf Kettritz und ich unterrichten, die ist hier in Rot umringt, die ich eigentlich bevorzugen würde, anstatt diesen standardisierten Basenüberschuss anzuwenden, der von diesen Ideen von 1952 stammt. Und, das war doch in der Klinik auch noch der Standard. Bitte? Dieser Standard Basic ist in der Klinik dann auch noch. Die Blutgasmaschine errechnet das von einem Algorithmus. Das wird natürlich nicht mehr mit einer Rücktitration gemacht. Dies ist alles durch einen Algorithmus und manche Leute hängen noch an diesem Standard Base Access. Ich wollte Ihnen nur erklären, wo diese ganze Idee herkommt. Und dann kann man argumentieren, was ist besser anzuwenden. Und dann der Autor hier ist sehr animiert von Standard Base Access und bevorzugt das. Aber ich habe in Rot dann einfach reingetragen, wie wir es hier machen. Und Sie können sich das angucken und dann entscheiden. Aber ich glaube, unsere Methode ist besser, als sich wieder auf den Standard Base Access zu beziehen. Also, ich stimme dem alle zu. Und was in diesem Review geschrieben wird, ist alles im Prinzip richtig. Aber ich glaube, es ist besser, sich die Physiologie zu überlegen, anstatt an diesem standardisierten Basenüberschuss noch anzuhängen. Dann sind auch zwei Fälle da beschrieben worden und die Ergebnisse sind, ob man unsere Methode benutzt oder Standard Base Access, sind eigentlich ähnlich. Sie können sich das angucken, wenn Sie daran interessiert sind. Und ja, das ist genug davon. Dann der Fall in New England Journal, diese 48-jährige Frau, die hat mich auch beschäftigt. Die kommt rein mit tiefer Beinvenenthrombose und ein CT wird gemacht, ist auch kurzatmig und hat Symptome dafür und hat einen Sattelembolus, hat einen Lungenembolus und wird dann antikoaguliert und wird nicht besser und dieser Lungenembolus geht im Prinzip nicht weg. Und man guckt nach Gründe, warum sie eine tiefe Beinvenenthrombose gehabt hat und man hat nach Antiphospholipid-Antikörpersyndrom geguckt und nach systemischen Erkrankungen, alles Mögliche und nach Mutationen, Faktor 5 Leiden und Prothrombin und was es alles sonst noch gibt, das hatte die alles nicht. Aber in der Bildgebung, das ist ein bisschen schwer zu erkennen, es sind unterschiedliche Bildgebungen hier im Angebot, kann man sehen, dass die hat Aneurysmata in ihrer Pulmonalarterie. Und die haben wahrscheinlich mit der Entwicklung von diesen, eigentlich die haben nichts mit peripherer tiefer Beinvenenthrombose zu tun, würde ich denken. Aber es geht um die Differentialdiagnose von Aneurysmata in der Pulmonalarterie. Und das wird hier diskutiert. Die sind sehr selten. Die sind sehr selten. Ich habe noch nie sowas gesehen. Keine Ahnung. Und dann Primary Pulmonary Artery Aneurysms, okay, und systemische Entzündung.
Eines, was ich nicht wusste, ist Morbus Behçet geht einher mit Mutationen in der Pulmonalarterie. Und diese Untergruppen von Morbus Behçet wird das Hughes-Stovin-Syndrom genannt und da sind 50 Fälle in der Literatur, noch nie gehört. Aber was mich ein bisschen gestört hat in diesem Bericht ist, Behçet ist vergesellschaftet mit Mutationen oder mit der Expression von HLA-B51 und das hätten sie wenigstens untersuchen können. Und die Symptomatik von Morbus Behçet mit Mund- und Genitalulzera und Gelenkprobleme und Hautveränderungen und Episkleritis und sowas hat diese Patientin auch alles nicht gehabt. Aber hier ist auch ein transesophageales Echo. Und die glauben, es geht einher mit unterliegender Entzündung. Und dann hat man da letztendlich die operiert, um dieses rauszuklamösern. Und da ist der Lungenembolus. Und dann sind Biopsie, sind ja auch viele Entzündungszellen, glaube ich alles gerne. Und letztendlich ist die Diagnose hier Hughes-Stovin-Syndrom, das wäre eine Untergruppierung von Morbus Behçet. Und ich glaube nicht, dass diese Frau aus dem Mittelmeerregion stammte. Dann in Lancet, dies ist ein furchtbar trauriges Thema, aber manche Neugeborene sind auf einmal plötzlich tot. Sudden Infant Death Syndrome, das wird als SIDS abgekürzt und das ist natürlich eine enorme Katastrophe und Tragödie. Und man versucht herauszufinden, was die Ursache von diesen Sachen sein könnte. Und wir haben solche Arbeiten schon mal angeguckt und diese Kinder werden natürlich gesammelt als Kohorte und man versucht dann Unterschiede zu finden bei Kontrollkindern, die dies nicht hatten, um vielleicht eine genetische Ursache zu finden. Und es geht hier um eine 278 Neugeborenen, die plötzlich verstorben sind und die sind dann verglichen worden mit, das ist eine Fallkontrollstudie, übliche genetische Assoziationsstudien. Man hat unterschiedliche Sachen gesucht, aber man hat hier tatsächlich 1,4%, finde ich nicht so häufig, aber Mutationen in SCN4A, das ist ein Natriumkanal, der in Skelettmuskel exprimiert wird und man hat die Vorstellung, dass das vielleicht auch erklären könnte, warum diese Kinder dann plötzlich aufhören zu atmen. Aber was mich irritiert hat, ist, man hat auch Varianten in diesem Kanal gefunden in der Kontrollkohorte, aber nicht in Regionen, die kritisch sind. Und das ist dann auch mit Patch untersucht worden und 1,4%, das heißt 98% ist nicht erklärt, aber vielleicht können manche dieser Katastrophen erklärt werden durch Mutationen in SCN4A. So behaupten die Autoren. Und nächste Paper, weiß ich auch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Status and Drivers of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health. Es geht um die globale Medizin, Global Health, globale Gesundheit in der islamischen Welt. Und islamische Welt hier ist angegeben, hier an dieser Weltkarte, wo die meisten Muslimen sich befinden. Und dann hat man nach unterschiedliche maternale und Mortalitätsrichtungen und das alles hat man in diesen unterschiedlichen Ländern hier untersucht und ob sie Zielwerte, die man sich wünschen würde für die globale Welt erreicht haben oder nicht. Und wir sehen hier, dass das häufig nicht der Fall ist. Und dann kann man sich überlegen, warum das der Fall sein sollte. Aber vielleicht ist das Erfreuliche in den letzten 30 Jahren, werden Sachen auch, diese Sachen auch in muslimischen Ländern werden langsam besser über die Zeit. So scheint das Fortschritt zu sein. Contraceptive use, any method, nicht sehr häufig. Und die anderen Eigenschaften können Sie hier selber sich angucken, wenn Sie sich mit solchen Sachen beschäftigen möchten. Wichtiges Thema, schwer Daten aus diesen Ländern zu kriegen.
Leute sind auch misstrauisch aus unterschiedlichen religiösen Vorstellungen. Das ist alles ein kompliziertes Thema. Dann wieder mal Risiko von Alkoholkonsum. So habe ich geguckt, das sind die Autoren. Und ich wollte die Leute identifizieren, die kein Wein trinken. Dietrich Grobet, den kenne ich. Der gehört nicht zu denen. Aber also viele Autoren haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Und was wir herausfinden können, ist, umso mehr Alkohol man konsumiert, leider nicht. All cause mortality, drinks per week. Aber es ist ähnlich, das haben wir schon gesehen. Aber es ist besser als B-Zell-Lymphom. Und tatsächlich, kardiovaskuläre Ereignisse fallen ab, aber dann steigen sie wieder an. Dieses Alkoholkonsum in Gramm pro Woche. Schon sehr zurückhaltend, finde ich. Und alles steigt an und der Alkohol-Myokardinfarkt sieht ein bisschen besser aus. Und ich versuche mich auch von dem bösen Myokardinfarkt zu schützen, so gut ich kann. Und die anderen Sachen muss man dann irgendwie in Kauf nehmen. Und hier ist das... Das ging, aber Friedrich der Große hat seinen Soldaten gefragt, Hunde wollt ihr ewig leben? Und ich glaube, die haben geantwortet, nein. Und was Winston Churchill runtergeschmissen hat, der Führer war in dieser Sache vorbildlich, wollte ich noch betonen. Na gut, das kann man sich angucken. Übersicht in Lancet ist es chronische lymphatische Leukämie. Hier bewegt sich sehr viel. Wir wissen jetzt eine ganze Menge Molekulargenetik von frühen Treibern, zusätzliche Mutationen und späten Treibern. Und wenn P53 mutiert ist, dann kann man sich vorstellen, dass dann mit zusätzlicher Chemotherapie werden dann Klone ausgesucht, die resistent sind. So kein Wunder, dass dies weitergeht. Und das passiert bei allen Krebsarten. Man muss dann chronische lymphatische Leukämie unterscheiden. Ich hoffe, wir können das unterscheiden von Mantelzell-Lymphomen und Haarzellleukämie und ähnliche Sachen. Das sollte man auch machen können. Und dann können diese Sachen dann differenziert werden bezüglich Risikoeinschätzungen und die mit hohem Risiko fahren schlechter als mit gutem Risiko. Aber im Prinzip, Verläufe hier gehen über Jahre und Leute sterben dann auch letztendlich an irgendwas anderem, weil dies eine Erkrankung ist von überwiegend erwachsenen und älteren Menschen. Und overall survival for 5 years, nicht schlecht, kommt darauf an, was für eine Deletion man hat oder genetische Veränderung, die man hat. Und hier läuft eine ganze Menge. Und Venetoclax haben wir ja schon besprochen, das ist dieser Hämmer von BCL2, sodass diese elenden malignen Zellen sterbe, bitteschön. Und Venetoclax wird hier einen großen Einfluss haben. Ibrutinib haben wir ja schon diskutiert und die anderen Sachen, die kommen. Und ich glaube, mit Leute mit CLL haben wir jetzt viel mehr zu bieten, anstatt einfach nur Rituximab. Das dazu. Und dann nächste Übersicht in Lancet hat es wieder zu tun, ob wir auf dem richtigen Weg sind für unsere Ziele von 2030, was maternale und neugeborene Gesundheit anbelangt. Und da sind auch Key Messages und alles, was man beachten soll, wird hier diskutiert. Und Frauen und Kinder in Konfliktregionen, das ist alles so schrecklich, braucht irgendeine politische Lösung, da hilft die Medizin wenig. Dieses hat mich ein bisschen beschäftigt, weil diese Frage kommt aus New England Journal. Die haben ja irgendeine kluge Frage jede Woche. Geht um Neugeborenen. Welche der folgenden kardialen Läsionen könnten erklären Zyanose bei der Geburt, das heißt Blaubaby, ohne Geräusch? Und das hat mich erinnert an Helen Tausig, von der ich mal einen Vortrag gehört habe. Die war die Lehrerin von Ingeborg Rappaport. Und Helen Tausig war eine tolle Kinderärztin und Kardiologin. Und was ich nicht wusste,
Und ich kann mich nicht erinnern, dass man das von ihrer Stimme erfassen konnte. Die war taub. Also die konnte nicht feststellen, ob die Kinder bei der Geburt ein Geräusch hatten oder nicht. Die konnte nicht hören. Aber deren Fingerspitzen waren besser als beinahe jedes Ohr. Und die hat dann Fluoroskopie gemacht und die war so gut, dass die diese Läsionen alle gefunden hat. Dann hat sie diesem armen Chirurgen, der hieß Alfred Blaylock, die hat den getreten, um diese Kinder zu operieren. Und das war die erste Operation in einem Versuch, um diese Kinder zu helfen. Na gut, lange Geschichte, kurzer Sinn. Im Angebot, Ventrikelseptumdefekt, Vorhofseptumdefekt, Aortenismusstenose, Transposition der Großgefäße und Truncus arteriosus sind hier im Angebot. So gucken wir uns diese Sachen an. Ventrikelseptumdefekt, das Geräusch wird verursacht durch eine Strömung. Das ist ein Schand von links nach rechts. Sollte eigentlich die Leute nicht blau machen. Und ob man Geräusch hört oder nicht, ist davon abhängig, ob dieser Gradient groß ist. Und sofort nach der Geburt ist der vielleicht nicht so groß. Ist vielleicht kein Geräusch, aber diese Kinder sollten nicht blau sein. Vorhofseptumdefekt. Auch links nach rechts. Kinder sollten nicht blau sein. Die haben vielleicht einen fixierten zweiten Herzton, aber die sollten eigentlich nicht blau sein. Aortenismusstenose sollten vielleicht ein Geräusch hinten haben anstatt vorne, aber die sollten auch nicht blau sein und haben keine Pulse in den Beinen und ähnliches. Und die Kinder, die blau sind, sind die mit Transposition der Großarterien oder mit Truncus arteriosus. Und hier ist ein Beispiel Transposition von Großarterien. Und kein großer Strömungsunterschied links nach rechts, rechts nach links, kein Geräusch. Und Truncus arteriosus ist auch, die sind auch blau, aber die haben meistens eine Veränderung, eine Klappenveränderung, sodass die ein Geräusch haben. So würden wir Transposition der Großgefäße hier aussuchen und das ist auch richtig. Und Truncus sollte meistens ein Geräusch haben. Und die Gründe dafür sind hier angegeben. Nun sind wir am Ende. Herzlichen Dank, dass Sie die Geduld hatten, mir zuzuhören. Und nächste Woche geht's dann weiter mit Clinical Journal Club. Dankeschön.